Moin zusammen, willkommen in der Garage zu einer neuen Folge von Betreute Schrauben. Wobei heute betreue ich mich nur wieder selbst, weil ich heute wieder was für mein Moped mache, die GSX 250 FA. Heute wird die Bremsflüssigkeit hinten erneuert, nachdem ich letztens die Beläge erneuert hatte für den TÜV, weil die mir ein bisschen weit runtergeschliffen waren. Und wie man die Bremsflüssigkeit generell jetzt hier bei der Hinterradbremse erneuert, das zeige ich euch heute. Um die Bremsflüssigkeit hinten zu wechseln, müssen wir natürlich auch an den Bremsflüssigkeitsbehälter ran. Ich habe die Sitzbank schon mal abgemacht. Wir machen uns jetzt das rechte Verkleidungsteil hier mal ab. Das ist quasi hier eine Inbusschraube. Müssen wir nur rausdrehen. Hatte ich in einem anderen Video schon gezeigt. Das heißt, wenn sie hier rauskommt, dann können wir dieses Verkleidungsteil hier einfach abziehen. Weil vorne sind quasi nur zwei Gummipfropfen dran, die das hier halten. Ja, haben wir schon gesehen. Das heißt, das können wir einfach so abmachen. Jetzt haben wir hier schon den Bremsflüssigkeitsbehälter. Wichtig ist, hatte ich in einem anderen Video auch gesagt, nehmt hier einen Schraubendreher, der auf jeden Fall passt, weil sonst macht ihr euch die Schrauben kaputt. Und dann habt ihr mehr Probleme, als ihr euch vorher vorgestellt hattet. Das heißt, etwas suchen, was sauber ist, eine ordentliche Spitze hat. Ich hatte den natürlich jetzt schon offen, deswegen geht es jetzt deutlich einfacher. Aber wenn ihr das dann irgendwie alle zwei Jahre macht oder jedes Jahr, je nachdem wie penibel ihr seid, solltet ihr euch darauf einstellen, dass diese Schrauben ordentlich festgegammelt sind. Und deswegen auf jeden Fall einen passenden Schraubendreher benutzen. Das Deckelchen geht jetzt auch ab wie im Traum hier, als wäre das gestern erst zusammengebaut worden. Jetzt haben wir den offen. Ich hatte auch schon ein bisschen Flüssigkeit hier abgelassen, um den Kolben zurückzudrücken, als ich die Bremsbeläge getauscht habe. Das heißt, hier brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Es geht jetzt nur darum, dass wir hier natürlich dann gleich frische Bremsflüssigkeit nachfüllen, während wir unten die alte Bremsflüssigkeit ablassen und damit einmal den kompletten Kreislauf hier mit neuer Bremsflüssigkeit versorgen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie wir hier unten an der Bremse weitermachen, indem wir da den Nippel aufmachen, um die Bremsflüssigkeit abzulassen. Dann machen wir gleich mal einfach den Wechsel hier und schauen wir mal, wie das jetzt hinten an der Bremse weitergeht. Wir sind jetzt hier an der Hinterradbremse angekommen, haben das Moped auf die Bühne gestellt und hier befindet sich quasi der Entlüftungsnippel. Was heißt Entlüftungsnippel? Man wird nichts entlüftet, sondern hier kommt Bremsflüssigkeit raus. Wenn wir den aufdrehen, weil ja keine Luft im System ist oder sein sollte, wenn sie das ist, werdet ihr das merken, weil ihr einfach nicht mehr bremsen könnt. Den machen wir ab, legen uns den gut weg, weil der hier nicht befestigt ist und machen uns jetzt hier ein Stück Schlauch drauf. Nein, wir machen erst, obwohl eigentlich ist es egal, machen erstmal ein Stück Schlauch drauf und gucken, ob das hier passt. Das sieht gut aus. Die andere Seite des Schlauchs hängen wir hier unten. Das kann man jetzt in dem Take nicht sehen, aber ich habe euch ein Foto davon gemacht. In ein Behältnis mit alter Bremsflüssigkeit rein. Das habe ich mir hier festgemacht mit meiner Löthilfe. Damit das nicht umkippt, weil das letzte, was ihr wollt, ist irgendwie die Bremsflüssigkeit hier verteilt auf der Bühne, auf dem Teppich, der hier liegt oder sonst wo. Ihr wollt es einfach von einem Behältnis, also der Bremsanlage, ins andere bringen. Und aus dem Grund ist das wichtig, dass dieses Behältnis, in das ihr das hineinpumpt, auch hier sicher in Stand hat. Was wir jetzt machen, technisch, ist Folgendes. Wir machen jetzt hier auf und wenn wir aufmachen, passiert, wenn wir pumpen, Folgendes: Die Bremsflüssigkeit wird durch den Schlauch gepumpt in das Behältnis. Das machen wir so lange, bis oben der Bremsflüssigkeitsstand so weit gefallen ist, dass wir nachfüllen müssen. Ganz wichtig ist es, dass der Ausgleichsbehälter niemals leer wird. Wenn der Ausgleichsbehälter leer wird, haben wir das Problem, dass oben Luft angezogen wird. Und wenn wir Luft anziehen, haben wir Luft im Bremssystem und um die wieder rauszubekommen, das ist wirklich eine Arbeit, die möchte ich auch irgendwie niemandem irgendwie hier empfehlen, weil es einfach nur ätzend ist. Ja, das heißt, wir müssen oben penibelst schauen, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter immer voll ist. Ich werde jetzt deswegen hingehen, habe ich jetzt ganz vergessen, und den Bremsflüssigkeitsbehälter erstmal voll machen. Ja, ich hatte ja eben gesagt, der ist schon ein bisschen leer, weil ich ja die neuen Bremsbeläge eingesetzt hatte und deswegen hier Bremsflüssigkeit auch abgelassen habe. Wir nehmen hier ganz normale DOT 4 Bremsflüssigkeit. Die habe ich, glaube ich, weiß ich gar nicht, wo ich die geholt habe. War jedenfalls nicht teuer. Hier auf THW Brake Fluid DOT 4. Ich weiß es nicht, ob es vom Lewis oder vom Polo war. Frag mich nicht.
Ich habe den Bremsflüssigkeitsbehälter jetzt mal oben voll gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier mal aufmachen. So, wenn wir hier aufmachen, das heißt, wir drehen diese Schraube mal, das ist hier ein Achter, Achtermaulschlüssel, wir drehen diese Schraube mal auf. So. Schlauch bewegt sich jetzt natürlich mit, ist aber kein Problem, wenn er lang genug ist. So. Und jetzt können wir mal am Fußbremspedal können wir mal pumpen einmal. Also das würden wir bremsen wollen. So, was passiert? Man sieht es hier. Die Bremsflüssigkeit steigt in den Schlauch. Was wir jetzt natürlich wollen, ist, wir wollen, dass die alte Bremsflüssigkeit rausgeht und immer neue angesaugt wird. Das heißt, der Bremshebel vorne ist jetzt unten. Ich halte den gerade fest. Und was wir jetzt machen, wir drehen diese Schraube wieder zu. Das heißt, das System ist wieder geschlossen. Das ist hier ein bisschen knifflig mit dem Schlauch. So, jetzt ist er wieder zu. Und wenn ich den Bremshebel jetzt loslasse, er ist immer noch unten, dann passiert Folgendes. Es wird Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter angesaugt. Und da jetzt natürlich auch neue drin ist, heißt das, dass sich die neue Bremsflüssigkeit jetzt quasi durch den Kreislauf hier durchzieht. Das ist ein Modell mit ABS. Was muss man wissen bei ABS? Das ABS-System hat natürlich noch einen eigenen kleinen Kreislauf, in dem sich immer ein Rest Bremsflüssigkeit befindet. Das heißt, wenn ich diesen ABS-Block kann ich jetzt hier bei mir nicht mit wechseln. Das, was da drin ist, das kommt nicht mit raus. Das kann die Suzuki-Werkstatt, die kann den wahrscheinlich elektronisch entsperren oder wie auch immer. Das ist aber weniger als das Schnapsglas. Also habe ich mal gelesen, ob das stimmt, weiß ich nicht. Das war mir aber genug, um zu sagen, wenn ich die komplette Bremsflüssigkeit hier gewechselt habe, dann selbst wenn ich ins ABS reinbremse, dann vermischt sich die alte Bremsflüssigkeit aus dem ABS-Block eben mit der neuen. Und das ist dann eine Sache, wo ich einfach sage, das reicht mir aus, um zu sagen, dass die Bremsflüssigkeit eben zu 95%, ich weiß jetzt nicht, wie viele Milliliter hier drin sind, zu 95% neu ist. So, das kurz dazu. Das heißt, wir haben jetzt hier geöffnet, haben einmal den Fußbremshebel komplett nach unten bewegt und haben dann wieder geschlossen. Der Fußbremshebel, den halte ich immer noch mit der rechten Hand hier fest. So, was jetzt passiert, wenn ich ihn wieder loslasse, ich lasse ihn mal los, kann man jetzt leider nicht sehen, er saugt von oben wieder neue Flüssigkeit an. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Das heißt, wir machen hier unten wieder auf. Ja, komm schon. Das ist doch falsch rum. Na komm schon, wie hatte ich das denn eben? So, machen hier unten wieder auf. So, und pumpen nochmal und sehen, da fließt die Suppe. Die alte Suppe. So, das machen wir wieder zu. Jetzt ist hier wieder zu. Gucken, dass das unten hier auch funktioniert. Jetzt habe ich mir den Schlauch gerade rausgezogen. Mensch, meine Güte, es war so schön geplant. Der Schlauch ist doch ein bisschen zu kurz. Ich muss da nochmal was drunter stellen. So, das haben wir wieder zu. Jetzt ziehen wir wieder neue Bremsflüssigkeit an von oben. Wichtig ist, immer zu schauen, ob oben noch genug drin ist. Es kommt nicht viel raus. Aber was ich eben schon gesagt hatte, wenn ihr oben trocken lauft, dann saugt ihr euch oben statt Bremsflüssigkeit Luft an. So, und das wiederholen wir jetzt einfach so lange, bis sich dieser Farbton hier ändert von Bernstein in klar. So, jetzt pumpen wir nochmal, kommt wieder Flüssigkeit, machen wieder zu, machen wieder hoch, machen wieder auf, pumpen, machen wieder zu, machen wieder hoch. Machen auf, pumpen, machen wieder zu, machen wieder hoch, machen wieder auf, pumpen. Ja, sehr stupide Arbeit, man darf dabei bloß nicht durcheinander kommen. Ich sehe jetzt, wie der Flüssigkeitsstand hier oben im Ausgleichsbehälter fällt. Das heißt, ich kann jetzt das noch dreimal ungefähr machen. Zu, loslassen, ansaugen aus dem Ausgleichsbehälter, aufmachen, pumpen, zumachen. Halten dabei, unten, also nach unten den Bremshebel, dann wieder nach oben lassen. Ich sauge wieder oben an. Ich gucke nochmal auf den Stand. Ja, sieht noch gut aus, da kann man noch ein bisschen machen. Mach wieder auf, pumpe, mach wieder zu. Mach wieder auf, pumpe, mach wieder zu. Lass wieder los, mach wieder auf, pumpe, mach wieder zu. Guck oben nochmal rein. Sehe, aha, jetzt müsste ich mal ein bisschen nachfüllen hier. Wo ist die Frische? Hier ist sie. Das heißt, ich schütte wieder ein bisschen hier oben rein, dass wir hier
auf jeden Fall immer was dabei haben. So, das machen wir wieder auf. Auf, nicht zu. Gunnar, auf. Das ist die Richtung, genau. Und pumpen, machen wieder zu, lassen wieder los, machen wieder auf, drücken wieder runter, machen zu, lassen den Bremshebel los und so weiter und so fort. Ne? Das klingt simpel, aber wenn man das die ganze Zeit macht, kann man auch mal durcheinander kommen und dann saugt man sich quasi die alte Bremsflüssigkeit wieder an. Auch nicht witzig. Machen wieder auf, pumpen, machen wieder zu, lassen los und so weiter und so fort. So, gucken oben nochmal rein. Jetzt können wir nochmal nachfüllen hier oben. Man bräuchte eigentlich so eine Milliliter-Angabe, die man hier nachfüllen muss, bis der ganze alte Schmock hier raus ist. Habe ich gar nicht im Werkstatthandbuch geguckt, ob es das irgendwie gibt. Aber wir sehen, dass die Flüssigkeit auf jeden Fall klarer wird als das, was wir am Anfang rausgezogen haben. Das war deutlich bernsteinfarben. Ne? Und was wir hier haben, ist so ein... Oh, das nennen so Mittelstrahl-Urin-Gelb. Nach einem durchzechten Abend oder was. So. Auch, man muss da mal unten gucken, dass das Behältnis, was man hier voll macht, nicht auch überläuft. Weil ich habe jetzt hier was, wo schon alte Bremsflüssigkeit drin war. Da muss man den Stand auch mal ab und zu mal kontrollieren. So, und ich habe jetzt wahrscheinlich schon den bestimmt 12. oder 13. Pumpvorgang gemacht. Das heißt, wir haben oben jetzt... Locker mal, ich schaue noch mal rein. So, der Behälter ist schon wieder fast leer. Füllen wir noch mal nach. Bis er dann wieder voll ist. Weil voll muss er am Ende eh sein. So, machen wir noch mal auf. Also, das was hier unten ankommt, das sieht alles neu aus. Die Bremsflüssigkeit ist so günstig, also 250 Milliliter, das ist das Behältnis, was ich gerade hier gezeigt habe. Die kosten, glaube ich, 4,95. Also tut euch den Gefallen. Die Sache ist ja die, da Bremsflüssigkeit stark hygroskopisch ist, wenn ihr die wieder zumacht, ne, sie hat durch das Anstechen der Membran hier oben auf jeden Fall Luftkontakt durch den Deckel, ob ihr das wollt oder nicht. Und wenn ihr das dann nach 2 Jahren wieder macht, werdet ihr die nicht mehr verwenden. Und die 5 Euro dafür, also ich bin auch manchmal wirklich knieslig, aber da muss ich ganz ehrlich mal sagen, da ist es mir dann wirklich egal, ob ich dann da nicht alles von verwende oder nicht. Deswegen pumpe ich dann einfach so ein Behältnis leer, weil wenn ich es aufmache, dann benutze ich es danach nicht weiter. Und ich sehe, das was hier unten ankommt, das ist alles schon so klar. Das heißt, ich beschließe jetzt für mich, dass wir fertig sind und fülle hier oben, das zeige ich euch gleich auch nochmal, hier oben auf bis zum maximalen Strich. So, wichtig ist natürlich jetzt, dass wir uns die Bremsflüssigkeit hier nicht auf die Bühne oder sonst wohin kippen. Das heißt, wir ziehen das hier oben ganz vorsichtig ab und durch den, was für ein Effekt auch immer das ist, durch den Kapillareffekt oder was, läuft die Flüssigkeit ja ohnehin nach unten. Schwerkraft ist wahrscheinlich einfach nur Schwerkraft. So, jetzt nehmen wir uns das Schläuchelchen und legen uns das hier schön weg. Oben ist jetzt noch ein bisschen Bremsflüssigkeit drangekommen, die wischen wir jetzt ab. Hätte man sich auch vorher mal hier beiholen können, die Tücher, falls irgendwas schief geht. Zum Glück ist ja nichts schief gegangen. So, weil wie ich auch schon gesagt hatte, Bremsflüssigkeit ist eine ganz, ganz fiese Geschichte. Wenn ihr das auf den Lack bekommt, dann fängt das an, euch die Teile zu entlacken. Und dann ist nachher der Bremssattel hier nicht mehr schön schwarz, sondern einfach silber, je nachdem was da drunter ist. Das heißt, es ist immer sehr, sehr wichtig, diese ganzen Rückstände hier abzunehmen. Es gibt ein Drehmoment, wie es für alles ein Drehmoment gibt. Da ich den gerade eben aufgemacht habe und er war handwarm, mache ich ihn jetzt wieder handwarm zu. Das genügt mir auch. Ich bin jetzt eben so offen zu. Ja. Also hier mache ich keine Rocket Science draus. Man kann natürlich mit einem ganz, ganz kleinen Drehmomentschlüssel hier diese, was weiß ich, 8 oder 10 Newtonmeter anziehen. Der Nippel, den habe ich jetzt wieder drauf gemacht. Und das war's auch schon. Wir gucken uns jetzt den Bremsausgleichsbehälter oben nochmal an, um den Stand zu kontrollieren.
Und dann haben wir die Bremsflüssigkeit hinten an der Bremse quasi schon gewechselt. Wir sind jetzt wieder hier oben angelangt beim Ausgleichsbehälter. Den haben wir jetzt gefüllt bis kurz unter die Upper-Markierung hier. Die kann man hier oben schön sehen. Hier unten ist die Lower-Markierung. Das heißt, die wunderschöne neue Bremsflüssigkeit, die hier drin ist, die steht jetzt bis genau dahin, wo sie soll. Und damit sind wir eigentlich schon fertig. Wir müssen jetzt hier nur noch den Deckel ein bisschen abwischen für die Bremsflüssigkeit. Das hier ist eine Scheuerstelle von der Verkleidung wahrscheinlich. Und dann setzen wir uns den wieder drauf mit der Dichtung hier, die hier dabei ist. Da ich den schon abgemacht hatte, hatte ich ja gesagt, ging das jetzt sehr einfach. Setzen uns die beiden Schrauben hier wieder ein und drehen das wieder hier einbaken. Downbaiten. So, machen wir hier wieder fest. So. Fertig. Jetzt können wir das Verkleidungsteil wieder montieren. Das ist ja einfach hier eingehängt mit den beiden Gummipfropfen. Hier hinten war die Schraube, sieht man jetzt nicht. Das sieht man aber in der Demontage. Dann machen wir die Sitzbank drauf und dann haben wir die Bremsflüssigkeit gewechselt und wir sind fertig. Hä? Hat er sich jetzt extra fürs Outro umgezogen? War er eben noch schlumpfblau? Ja, ja. Vor ein paar Tagen war ich noch schlumpfblau, als ich das gemacht habe hier mit der Bremsflüssigkeit. Ich habe die Videoaufnahmen, weil es eines der ersten Videos für den Channel hier ist, einfach mal ein bisschen rumgezeigt unter ein paar Kumpels. Und da kamen dann noch so ein paar Eingaben. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen. Und die erste Eingabe war zum Beispiel, dass der Schlauch, wo die Bremsflüssigkeit abgelassen wird, am besten immer auch in Bremsflüssigkeit drin steht, damit man sich eben keine Luft anziehen kann. Man kann sich dann Luft anziehen, wenn der Schlauch leer läuft von Bremsflüssigkeit und man dann die Schraube nicht zumacht und den Hebel wieder kommen lässt. Wenn die Ablassschraube nicht zu ist, dann zieht die Bremse logischerweise nicht oben Bremsflüssigkeit an, sondern unten eben wieder aus dem Schlauch zurück. Und je nachdem, ob da gerade noch Flüssigkeit drin ist oder nicht, kann das eben Luft oder halt Bremsflüssigkeit sein. Wäre ja blöd, weil dann haben wir uns die ganze Arbeit umsonst gemacht und müssen das komplette System entlüften. So, das war Punkt 1. Punkt 2 war, Punkt 2 war, als ich die Entlüftungsschraube wieder zugedreht habe, wo ich da vom Drehmoment gesprochen habe, mit dem man das eigentlich machen muss oder eigentlich machen soll, habe ich gesagt, ja gut, ich mache das immer so handwarm. Dabei habe ich es wieder aufgemacht. Sollte man auch nicht tun. Ja, weil wenn sie oben offen ist, kann auch da wieder Luft ins System reinkommen. Wollen wir nicht haben. Ja, deswegen immer, wenn man eben sowas macht, am besten dann machen, wenn man eben noch die Bremsflüssigkeit vom Ablassen oben drauf stehen hat. Ja, das waren die beiden Geschichten. Die dritte Geschichte, die mir mein Kumpel Mattia erzählt hat, der auch sein Motorrad hier in der Garage stehen hat, ist die. Man sollte beim Ablassen der Bremsflüssigkeit den Fußbremshebel niemals ganz durchdrücken. Das heißt, man sollte den Kolben, der quasi den Bremsdruck aufbaut, niemals zu 100% betätigen. Das passiert, wenn die Bremse normal arbeitet, auch nicht. Der kann stecken bleiben, es kann irgendwie mechanisch da irgendwas passieren. Höre ich jetzt auch zum ersten Mal, bin aber dankbar für den Tipp und gebe das hier auch gerne weiter, um einfach zu verhindern, dass ihr nachher sagt, ey, ich habe das gemacht und jetzt ist mein Geberzylinder, also der Zylinder, der eben unten an der Fußbremse am Hebel dran ist, der ist jetzt kaputt, weil er ist einfach stehen geblieben. Ja, wäre auch eine ärgerliche Geschichte. Ist bei mir nicht passiert. So, was ich jetzt noch sagen wollte, ist einfach Folgendes. Ich habe die Maschine jetzt, nachdem ich die Bremsflüssigkeit gewechselt habe, ein paar Mal ins ABS gebremst hinten. Also da blockiert alles. Und der Druckpunkt ist auch genauso, wie ich mir den vorgestellt habe. Es sind jetzt originale Leitungen verbaut. Es ist kein Stahlflex oder so dran. Und deswegen bin ich damit vollkommen zufrieden. Aus dem Grund würde ich einfach mal sagen, jetzt ruft jemand an. Das ist immer super. Jetzt nicht. Und aus dem Grund würde ich dann einfach mal sagen, ich bin mit dem Ergebnis von der Aktion bin ich happy. Und solange die Maschine eben hinten ins ABS bremst, das System dicht ist, ich habe auch keine Flecken gesehen oder dass irgendwo Bremsflüssigkeit austritt. Der Stand hat sich auch nicht mehr verändert, nachdem ich jetzt diese Bremstests gemacht habe. Und an der Stelle sage ich dann, gelungene Geschichte. Nochmal, wenn ihr euch nicht sicher seid oder wenn ihr nicht genau wisst, ah, wie mache ich das jetzt, ne? Fragt in den Kommentaren nach, vielleicht kann man es noch klären. Wenn ihr es euch nicht traut, lasst es bitte in der Werkstatt machen. Weil in der Bremse sollte man wirklich nur rumfummeln, wenn man sich wirklich sicher ist, was man tut. Wie bei allem anderen natürlich auch. Die Bremse am Motorrad ist aber eine Geschichte, das ist nicht mal eben wie Blinker anbauen oder hier andere Spiegel oder was auch immer.
sondern die Bremse ist halt einfach ein lebenswichtiges Teil am Moped und sollte deswegen auch wirklich fachkundig gewartet und überprüft und danach wieder eingestellt werden. Und deswegen, das hier ist nur eine Hilfe, wie macht man es an dem Modell? Und wenn ihr es nicht wisst oder euch nicht sicher seid, lasst es bitte machen und fangt nicht an, wieder rumzufummeln, weil ich möchte nicht, dass irgendjemand mit einer versagenden Bremse rumfährt. Das ist einfach hier nur ein Hinweis, wie könnte man es machen und nicht, so macht man es. Ne? Das ist mal ganz klar. Ja, damit ist eigentlich schon alles gesagt und ich wünsche euch viel Spaß beim Fahren oder Nachschrauben und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Betreute Schrauben.